Herzlich willkommen, liebe Bierfreunde. Ich bin Sigi Buch, der Gastwirt der Odenwaldstube in Haag und darf Ihnen heute ein malziges Rotbier der Distelhäuser Brauerei, ein Landbier, vorstellen. Hier sehen wir eine leuchtend rote Farbe, das Ergebnis ausgesuchter Spezialmalze und im Gegensatz ein fast weißer Schaum. Der Geruch ist deutlich von Röstmalz geprägt. Hopfen kann man kaum erkennen. Karamellmalze werden in der Melzerei ganz besonders behandelt. Sie dürfen länger keimen, sodass ein kleiner Teil von der Stärke zu Zucker umgewandelt wird. In der Rösttrommel wird der Zucker karamellisiert. Im Antrunk haben wir ein ausgeprägtes Malzaroma auf der Zunge. Dann zeigen sich die Röstaromen des dunklen Malzes. Und zum Abschluss bleibt eine angenehme Karamellnote im Gaumen. Eine leichte Süße mit schönen Röstaromen im Nachtrunk. Zum Essen würde ich empfehlen dazu ein Schweinshaxe mit Kraut, einen Räucherteller oder Käse. Sehr zum Wohl.